Herzlich willkommen zum MLC Late Night Talk. Heute zur Folge Sneakers, Socks und Balls. Mit mir Michael, Benji, nochmal Michael. Und nochmal Michael. Und Mike, ey. Mike. Genau, herzlich willkommen, dass ihr da seid. Schön. Genau. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich meine, das Thema ist offensichtlich der heutigen Folge. Ich mal ein bisschen aus der Rolle, ansonsten, ja. Ich würde gerne ein bisschen mit der Historie anfangen. Wo kommt das Ganze denn her? Das ist ja doch ein sehr aktueller Fetisch, aber jetzt auch nicht ein brandneuer. Michael, magst du ein bisschen was dazu erzählen? Also ich habe das damals kennengelernt, so ab den 2000er Jahren, so ein bisschen als Ableger auf der Skinhead-Szene, die damals auch sehr aktiv und präsent war. Und ändern so Sachen wie das in Berlin im Midnight Sun damals, die Jungs nur in entweder Skinhead oder in Sportsgear rumgerannt sind. Also da war Leder überhaupt nicht präsent. Gut, weil aber dann woanders ist man dann an der Tür mit denen kannst du ins Sportstudio gehen und Turnhalle gehen, aber nicht hier ins Igel. War eine Sache, die ich aus Stuttgart dann irgendwie so Jahre danach noch erlebt habe. Aber ja, es sind mal so die Anfänge ab den späten 90ern, Anfang 2000, die ich erlebt habe. Durchaus eine spannende Entwicklung, glaube ich, die das in der Zwischenzeit angenommen hat. Mhm. Heute wahrscheinlich kaum noch vorstellbar, dass man in Sneakers irgendwo abgewiesen wird. Gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Ich denke, was sehr, sehr häufig ein Thema ist oder wo sich auch Geister scheiden, ist die Diskussion, wie soll denn ein Sneaker sein? Soll der sauber oder neu sein oder darf der richtig abgeranzt und benutzt sein? Gibt es irgendwelche speziellen Vorlieben da? Genau wie mit den Socks dazu. Da gibt es welche, die, glaube ich, eher in die Richtung mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen getragen tendieren. Andere sagen, ich hätte es gerne mit einer leichten Weichspülernote. Da muss ich jetzt sagen, bei mir ist es jetzt, ja, ich kann mich da gar nicht so festlegen. Also, ich persönlich, ich brauche es nicht frisch. Also ich muss jetzt sagen, die Sneakers sollen schon noch nach Sneakers aussehen. Also wenn die jetzt wirklich total kaputt sind, dann reizt mich da nichts. Aber die müssen jetzt auch nicht frisch aus dem Laden sein. Also die sollten schon eine Note haben, finde ich. Also mir persönlich, weil ganz neue, wenn die nach Fabrik, da legt sich bei mir gar nichts anderes mit. Also, bei mir ist so von leicht. Also manchmal kommt auch drauf an, wie auch die Socken sind. Meine extremste Härte habe ich noch nicht offen. Bei mir kann es auch wohl extrem schwer sein. Mhm. Ich muss sagen, was mir aufgefallen ist, ich finde auch, wenn man ein neues Paar Sneaker hat und der nach Fabrik riecht, ist das schon auch geil. Und dann den zum ersten Mal in der Hand halten, zum ersten Mal anziehen und das riecht doch nach dem chinesischen Klebstoff. Ja. Finde ich auch geil. Aber das ist eben auch, glaube ich, nur dann, wenn es meine neuen sind und ich sie dann quasi zum ersten Mal anziehe. Ansonsten bin ich bei dir, ein Sneaker darf schön getragen sein, darf auch runtergetragen sein, aber wenn er dann plastik, dreckig, zerfetzt, zermanzt ist, finde ich es dann auch nicht mehr so toll. Ein gepflegt, getragener Sneaker. Und bei den Socken, muss ich ganz ehrlich sagen, smelly, ja. Aber mein Limit habe ich schon mehrfach erreicht, wenn dann irgendwelche Leute dann ihre Socken dann auspacken, die modrig braun sind und nach Katzenklo und Pilzfarm riechen. Da ist dann auch, wo ich mal sage, da ist doch dann nicht mehr der Geruch desjenigen dran, sondern da ist nur noch Kultur. Fäulnis dran. Und das ist dann auch, jetzt sieht man dann bei Facebook, Instagram, Leute, die ihre Socken in die Kamera halten, die da unten so wirklich schon tiefbraun sind und man sich genau weiß, wie auch die Konsistenz ist, so eine cremig
schleimige Konsistenz. Wenn sie schon von alleine stehen. Ja, genau. Nee, das geht gar nicht. Ansonsten, solange sie noch eben nach Kerl riechen, gerne auch sehr stark, aber so ein. Es ist schon auch der Geruch desjenigen, der sie trägt. Ja, ja. Und wir hatten auch mal so eine etwas kleinere Clique waren damals in Berlin. Oh Gott, ich sage das jetzt zum tausendsten Mal, würde ich es mal tausendmal sagen. Haben wir uns dann auch durchaus am Fußgeruch oder am Sneakergeruch erkannt. Also das war dann auch so, wenn es mal so eine Partys zum CSD in Köln gab es dann jahrelang auch Samstagnachmittags im Midnight Sun in Köln die Sneak Freak Party, die dann privat organisiert war, so halbwegs professionell. Und da war dann auch so: Ach, dich kenne ich, das, dich habe ich schon mal gerochen. Also, es war durchaus, ist so, definitiv. Ja, auch nach Jahren, also wenn man da mal wieder irgendwie sich einmal im Jahr CSD in Köln gesehen hat, dann Nase an die Sneaker rangehalten zur Begrüßung. Okay. Und man hat gleich wieder sich am Geruch erkannt. Da ist dann auch wichtig, finde ich, dass dann auch das von der Person eigentlich auch kommt. Also keine Fremdeinwirkung. Gibt ja auch einige, die noch alles mögliche andere mit Sneakern anstellen. Aber für mich ist da auch ganz wichtig, dass es einfach nur der Geruch vom Tragen ist, dass sich da entwickelt. Und da mein persönliches Limit habe ich jetzt auch noch nicht gefunden, was das angeht. Da bin ich dann noch eher die extreme Kategorie von, ich trage sie gerne mal Wochen und Monate. Also mit bestimmten Flüssigkörperflüssigkeiten in die Sneaker bin ich gegen Pisse auch. Also wenn dann der Sneaker nach Pisse riecht, nach alter, auliger, gammiger Pisse, geht gar nicht. Und dass ich auch mal hatte, mir hat jemand ein Bier in den Sneaker reingekippt, das auch dann Monate, Jahre lang nach dieser Bierhefe, das fand ich dann auch so. Also keine Mischexperimente. Ja, wobei andere. Es kommt immer drauf an. Also, wie gesagt, also, ich muss jetzt mal dazu denken, es gibt ja, jeder macht es anders. Also klar, ich rede jetzt mal von mir. Ich bin jetzt auch auf manchen anderen Plattformen unterwegs und wenn die dann halt mir Anweisungen geben, von wegen jetzt Robots für die Sneaks, dann mache ich es auch. Also das ist jetzt doch. Ja, das finde ich, das ist ja. Aber das ist ja eine Körperflüssigkeit, die jetzt angeblich ja nicht rein. Für mich schon auch. Genau, da sind wir das immer, also, das sind wir voll auf eine Linie, aber ich weiß nicht. Nee. Das kommt auch nicht. Wenn ich jetzt ein paar Sneakers habe, die ich jetzt seit 15 Jahren habe und die ich eh nicht mehr auf der Nase anziehe, dann von mir aus mache ich da auch mal einen kleinen Schuss rein. Ja, natürlich, das würde ich euch niemals hier verteufeln, aber da mag ich es auch nicht mehr dran sniffen. Und müssen es dann bestimmte Schuhe sein? Wir haben jetzt hier schon zumindest zweimal identische Paare. Hängt das vom Schuh ab oder kann es jetzt auch der China-Larschen sein? Es ist definitiv ein Markenfetisch. Der sich wahrscheinlich aber entwickelt hat, weil jetzt. Wenn du jetzt guckst, du bist jetzt der Einzige mit Adidas, aber ansonsten dominiert Nike. Mhm. Kommt jetzt drauf an, weil sie eine gute, sie sehen halt gut aus. Also wenn jetzt Puma einen schönen Schuh gemacht hätte, vielleicht hätten wir auch das Rennen gemacht. Aber also ich kenne es halt von früher, war Adidas und Nike. Weil auch die TN sind jetzt auch schon jahrzehntelang auf dem Markt und mit Pumas hast du nicht ankommen dürfen. Und da ich mal schon dreimal nicht. Ich glaube, also diese Rennfahrer. Diese Rennfahrer. Ja, diese Boxer. Nee, gar nicht. Boah. Also, das hat sich aber nie durchgesetzt. Nee. Also, da hat sich tatsächlich Adidas und noch viel stärker Nike mit den TNs durchgesetzt. Kann aber. TNs sind die normalen, die herkömmlichen oder die TN3, die jetzt dann auch wieder auf den Markt gekommen sind, die eine Zeit lang ja verschwunden waren. Da hat, glaube ich, auch Nike relativ das Geschäft entdeckt, was sie auf den Markt bringen, was mal wieder gezielt wegnehmen. Also beispielsweise die Shops auch. Ich glaube, auch wenn man manchmal die Footlocker-Anzeigen sieht, dann weiß man ganz genau, was für den nächsten Sneaker-Party im Underground alle Jungs für Sneaker anziehen. Aber da glaube ich auch, dass das früher so ein bisschen gesteuert ist von diesen. Diesmal früher gab die Partys, diese Sneaker-Partys, wenn es mal welche gab, dass du mit bestimmten Schuhen ja gar nicht erst reingekommen bist. Dass sich das dadurch auch entwickelt hat, dass es jetzt eben halt sehr verbreitet Nike ist, finde ich.
Also was ich damals noch festgestellt habe, das war ganz witzig, man konnte auch an den Sneakern quasi, ich war mal auf Mailand auf einer Sneaker-Party und da hast du dann wirklich die Nationen an ihren Schuhen erkennen können. Die Deutschen sind mit Adidas oder Shox meistens damals rumgerannt. Die Italiener hatten die silbernen oder goldenen Air Max 97 an und die Franzosen hatten fast nur TNs an. Also da kommt das auch stark her. So dass das, also das war damals quasi eine Faustregel. Wenn der silberne Air Max 97 an hatte, ist es ein Italiener gewesen. Hat man gar nicht hochschauen müssen. Und die Holländer, darf ich nicht vergessen, die hatten die Air Max, wie die heißen, die BW 90. Mhm. Das war so ein Holländer. Ja, das kommt aus der Chabba und Skelly-Szene. Ja, das waren ja die S. Die gewinnen die auch nicht mehr. Sind sich die Hersteller dieses Markenfetischs bewusst? Bedienen die das in Werbeanzeigen oder so? Oder nimmt man das halt so mit? Ist das gar nicht so? Kommt das gar nicht oben an? Was habt ihr da so für ein Gefühl? Es kommt oben an. Das habe ich mal von einem Adidas-Mitarbeiter gehört, dass das in der Adidas-Design- und Marketingabteilung angekommen ist. Auch durchaus ein Thema dort ist, aber nicht nach außen hin platziert wird, eben weil man ja das sauber ansehen will und auch sich da nicht Sponsoren, Verträge deswegen vermiesen lassen will. Aber der Kollege von mir, Arbeitskollege von mir, ist Sneaker-Sammler, der dann die als Geldanlage ins Regal legt und der meinte, er versteht nicht, wieso überhaupt Nike den Shox wieder aufgelegt hat. Den tragen doch nur Schwule. Der ist hetero und sammelt aber der Schuhe. Sammelt Schuhe, aber nur im Karton mit buchhalterischer Genauigkeit. Also auch nicht ausgestellt, sondern wirklich wertanlagenmäßig. Wertanlagemäßig wird auch nicht getragen. Okay. Was ich jetzt von Schwulen nicht kenne. Die haben natürlich dann Sneaker, die dann seltener angezogen werden, weil sie sehr teuer waren oder limitierte Modelle sind. Aber ich kenne das dann schon eher so, dass wenn man statt ein Schuhregal dann eher so die Glasvitrine hat mit 58 Fahnen und Beleuchtung drin. Das ist tatsächlich aber auch so, das ist jetzt, weicht natürlich jetzt ein bisschen dann von dem Fetischgedanken ab. Aber es gibt wirklich Sneaker als Anlage. Es gibt in Nürnberg, gibt regelmäßig eine Sneakermesse, wo wirklich auch Einzelstücke gehandelt werden und die dann wirklich für Tausende von Euro über den Ladentisch gehen. Und auch ausschließlich im Karton irgendwo daheim gelagert werden, um wirklich eine Geldanlage zu haben, die sich dann vervielfachen im Wert. Ja. Und das habe ich bei Schwulen noch nie so festgestellt, dass die Sneaker im Karton, natürlich, die werden ausgestellt, präsentiert, das ist ein Heiligtum, die waren ja auch, ist das Objekt der Begierde. Also nicht nur, dass sie teuer waren, sondern das ist das Objekt der Begierde, des Fetisches, der Leidenschaft. Aber weil ich meine, dass da zur Leidenschaft dazu gehört, dass man sie auch anzieht. Ja, und bei den fanatischen Sneaker-Sammlern anziehend Frevel ist. Mhm. Ja, du hast jetzt schon gesagt, dass der Schuh oder der Socke das Objekt der Begierde ist. Wie viel hängt dann noch an der Person, die drinsteckt? Oder ist dann manchmal schon die Kombination aus Socke und Schuh genug, um den Reiz zu haben? Das, ich persönlich würde sagen, das ist dieses Darkroom-Phänomen. Also im Darkroom hast du ja dann auch nur, ist dir der Kerl ja auch egal, den dann hier siehst, zwingenderweise. Aber ja, ein unattraktiver, also für mich, meine Vorstellung, unattraktiver Mensch wird auch nicht durch Sneaker attraktiver. Da muss ich aber sagen, das stimmt auch. Das muss schon irgendwie passen. Ich habe jetzt nichts gegen, also ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber ich könnte mir jetzt persönlich auch nicht vorstellen, mit jemandem was anzufangen. Nichts gegen das Alter, aber wenn jetzt einer vielleicht 75 ist oder 60, sagen wir es mal so, bin ich böse gemeint, aber wenn der einen Sneaker ist, könnte ich zum Beispiel auch nicht. Also hängt schon ein bisschen an dem Typen. Das Gesamtbild muss. Das Gesamtpaket. Die würde ich da wohl sagen, das Gesamtpaket nicht passen. Ja, absolut. Also natürlich ein
kann auch ein Durchschnittskerl mit geilen Sneakern schon eine Aufwertung bekommen, dass man sagt, hey, der hat diese geilen Sneaker an, das macht ihn schon attraktiver, habe ich auch schon erlebt, aber zu sagen, dass es nur auf das Objekt ankommt, ist es halt. Gibt sicher welche. Natürlich jeder, es gibt für alles einen Deckel und einen Topf, aber ich glaube so, wenn ich so mein Gefühl der Szene-Sache ist es schon, ist es zwar ein Sneaker-Fetisch, aber der Sneaker ist nicht der heilige Gral, der über allem steht. Mhm. Inwieweit ist der Rest vom Outfit in Verbindung mit den Sneakern entscheidend? Also, das kommt halt auch darauf an. Ich müsste jetzt sagen, also persönlich, was mir jetzt zum Beispiel in der letzten Zeit auch aufgefallen ist, natürlich sollte es schon passen. Ich kenne viele, die sagen, wie kannst du zu Nike-Schuhen Adidas anziehen? Das ist ja bei manchen Leuten auch ein Frevel, da muss das schon alles perfekt passen. Und also natürlich, wenn jetzt natürlich einer passend sagen wir jetzt mal Sportswear-Anzug und Sneakers an, das ist schon mehr das Höchste der Gefühle. Aber was mir jetzt in letzter Zeit so aufgefallen ist, so die letzten Jahre, was rausgekommen ist, diese ganzen Hipsters, also mit ihren engen Hosen und knöchelfrei und Sneakers, hat auch irgendwas. Ja, habe ich mich mittlerweile auch schon also dran gewöhnt. Oder gewöhnt aber auch, und auch hat schon seinen Reiz. Genau. Aber Sportsgear ist, glaube ich, beim Sneaker-Fetisch eine optische Ergänzung, aber ich hatte auch schon, oder wenn der Typ mit geilen Sneakern und der Jeans ankommt, ist das auch jetzt nicht schlecht oder schlimm oder furchtbar. Weil natürlich modische Entgleisungen wie Anzugshose und Sneaker geht mal gut auch, aber ist dann nicht unbedingt das, was ich dann was jetzt im Underground nicht mit verstehen. Ja, Underground oder irgendwo ansprechen würde, aber Jeans und Sneaker bedient auch den Sneaker Sports Gear Fetisch durchaus. Also, ich denke mal, das kann man, finde ich, so relativ sagen, wenn die Person authentisch damit wirkt, was sie anhat und was sie trägt und wie sie damit agiert, dann ist das Ganze ein rundes Gesamtbild und dann wirkt das Ganze wieder auch attraktiv, ob das jetzt mehr Sportswear ist oder ob das mehr in die Richtung Hipster geht. Es ist einfach, die Person muss authentisch damit rüberkommen und das muss einfach das Gesamtbild also auf diese Weise passen. Bin ich voll bei dir. Wenn der Typ in seinem Outfit authentisch wirkt und sich zum Wohl fühlt, dann ist es richtig. Und auch dann kann ich auch, ich habe auch schon jetzt 60-Jährige, 70-Jährige, die dann halt den Sneaker-Fetisch seit 20 Jahren haben, also die dann den hatten, als so alt wie jetzt sind, ja. Und sind immer noch, fühlen sich darin auch wohl. Aber manchmal so im Underground habe ich so das Gefühl, dass dann einige auf den Sneaker-Partys sind, die auf den Terminplan gucken und sagen, ah, heute ist es Sneaker, Sneaker und Sports. Ein Turnschuhfest. Dann hole ich mal meine Sportschuhe, meine Turnschuhe aus dem Schrank raus und gehe dann ins Underground und ziehe mir Turnschuhe an. Hauptsache ich habe Sex. Und das ist dann, wo man auch, ich finde, sieht man auch, ob derjenige wegen Sex dort ist, kaffig ist oder wegen dem Sneaker-Fetisch dort ist. Und das sieht man den Leuten an und die kann man dann auch, wenn man dann zum Beispiel auf Smelly Socks und Sneaky Lippen aus ist, die kann man dann auch sehr relativ schnell ausklammern. Also ich merke schon, es ist ein sehr, sehr optischer Fetisch auf jeden Fall. Es hat ganz, ganz viel mit dem optischen Reiz zu tun. Wir haben jetzt vorhin schon ein bisschen über das Thema Sniffen gesprochen. Was geht denn da sonst noch? Sniffen, Lecken, du kannst auch Sneak picken. Den Sneak und in Sneak. Ja, es gibt ja auch diese typischen Anfragen beim Date. Ich hätte gern Sex mit dir, aber irgendwie, ich will eben halt nur, dass du die Socken und die Schuhe anhast. Und dann war es das. Also der steckt seine Nase nicht rein, der presst sein Gesicht nicht rauf. Das ist genau das Gleiche wie mit dem, wie du gesagt hast, hinstellen, angucken. Das geilt manche Leute ja auch.
nur diese Schuhe zu besitzen. Aber ich persönlich, für mich ist eben halt der Fetisch anfassen, schmecken, also wenn man leckt oder snifft, das gehört für mich dazu. Ja. Nur angucken oder das bringt mir nicht persönlich nicht viel. Ich finde es auch manchmal ganz spannend, wenn man dann irgendwie so in der Kneipe, im Underground, dann mit jemandem in der Ecke verschwindet, der schmeißt sich in den Sling, macht die Füße auf Augenhöhe und auf einmal wird es dann noch schöner, der Moment, weil auf einmal der links und rechts zwischen dem auf Nasen-Augenhöhe die Turnschuhe vor einem rumbaumeln. Und das ist auch nett. Und auch wenn derjenige damit nichts anfangen kann, denn also ich kann damit was anfangen. Natürlich auch, finde ich, auch was ganz Besonderes, dass wenn man das Sneaker leckt, das einfach zu spüren, weil man doch mit der Zunge ganz andere Empfindungen hat, wie wenn man jetzt also mit den Händen hinfasst oder so. Also man fühlt es viel genauer und auch das ganze Material, es fühlt sich nochmal anders an und man kann es ganz intensiv wahrnehmen. Und auch wenn man jetzt nippt, letztlich, das hat ja was damit zu tun, den Menschen riechen zu können. Das ist ja auch ganz wichtig, ob man jemanden gut riechen kann oder nicht, das sagt man nicht umsonst. Das ist auch, finde ich, sehr wichtig, weil wenn einem der Geruch von den Füßen oder von den Sneakers und Socken gefällt, dann ist es meistens auch der ganze Typ Kerl, der dann auch vom Geruch her ansprechend ist. Und was auch eine der Sache ist, wenn Sneaker, was zum Beispiel Stiefel lecken nicht geht, ist, dass derjenige, der sich seine Schuhe in dem Fall dann lecken lässt, der in den Stiefeln wird es nicht so mitbekommen wie derjenige, der sich die Sneaker lecken lässt. Weil einfach man spürt das dann im Sneaker definitiv, wenn da jemand ich glaube nicht, dass man Stiefeln das so schön spürt wie in Sneakers. Hat man denn mit dem Sneaker-Fetisch automatisch dann auch einen Fuß-Fetisch? Geht es Hand in Hand oder eher seltener? Ich würde mal sagen, häufiger als woanders, aber nicht automatisch. Können Sie mal alle drei die Hose, also alle fünf mit die Hose runterlassen? Nicht nee, ja, nein. Also nicht als Hauptfetisch. Also, es ist situationsabhängig, wenn. Es kommt auch auf die Situation auch an. Also rein theoretisch, wenn jetzt mir jemand einen Date vorschlägt und sagt, ich will deine nackten Füße, dann schreien bei mir die Alarmglocken, das würde gar nicht gehen. Wenn sich das im Laufe des Dates entwickelt, dann schon. Also da habe ich dann keine Probleme mit. Nicht als Hauptakt. Also zu sagen, wir fangen jetzt an, was jetzt deine Sneakers an, wir machen jetzt erst Sneakers, dann Socks und dann Socken, so planmäßig, da würde bei mir schon sagen, nee, geht nicht. Ja gut, das Drehbuch ist immer so ein bisschen... Ja, nach Drehbuch, aber ich weiß nicht, ob es zusammen gehört. Für manche schon, aber... Für manche gar nicht. Da bräuchten wir jetzt einen Fußfetischisten. Aber das wechselt tatsächlich durch bei mir. Also es ist, wenn es dann in die Richtung von Spielchen zwischen Dominanz und Devot geht oder dann auch Demütigung in die Richtung, dann bekommen die Füße dann schon wieder eine ganz andere Beimessung. Und dann kommt es natürlich auch auf den Top drauf an, aber dann kann ich mir auch das vorstellen mit nackten Füßen, aber es ist nicht grundsätzlich so. Also ich bevorzuge es, dass die Socken und die Schuhe anbleiben, aber kommt halt dann eben drauf an, was man gerade spielt, welche Spielart man hat und ob das dann insgesamt zusammenpasst. Und entwickelt sich da eben manchmal noch mehr draus. Aber auch zwangsläufig zusammengehören, glaube ich, kann man jetzt nicht so pauschal sagen. Bei mir gerne doch. Also ich mag diesen Trias aus Sneaker, Socke und Füße mag ich sehr gerne. Und auch das olfaktorische Erlebnis aller drei ist anders und für mich spannend und dazu ein interessanter Punkt, den du gesagt hast, da ich jetzt nicht so in diesen Rollen Top, Bottom, Master, Slave drin hänge, auch wenn ich sehe jetzt da, also ich lecke Sneakers und lasse meine Sneaker lecken, finde beides gleich geil. Und manchmal erschrickt man damit dann das Gegenüber, wenn man dann quasi in dem Moment bis dato eine aktivere Rolle eingenommen hat und dann, weil mir es gefällt, den runtergedrückt hat, um die Sneaker zu lecken und dann sagt so, und jetzt bin ich dran. Was für mich jetzt kein Widerspruch ist, weil ich mag beides,
Aber ist auch schon, dass dann der, das Gegenüber aus allen Worten gefallen ist und gemeint hat, wieso bist du aktiv, warum machst du es nicht mehr? Man muss halt diese Rollenverteilung auch, glaube ich, ein bisschen verschwommener sehen. Nicht ganz so, es gibt viele, die sehr, sehr festen Bahnen denken und da keine Abweichungen davon zulassen und dann irritiert sind. Genau. Ja. Ich sehe das doch relativ flexibel und deswegen kann das da auch mal während dem Spiel auch wechseln. Und ich finde es auch gerade, das ist ja gerade die Abwechslung auch dabei, dass es spannend ist, dass es eben wechseln und kann unflexibel die Weise bleibt. Da bleibt im Jahr im Endeffekt die Hälfte Spaß verwirrt. Ist Trampling was dazu gehört? Generell? Ja, gibt es viel, gerne. Für mich persönlich, ich habe es mehrfach probiert, gibt es jetzt keinen super speziellen Kick. Also sprich, du liegst auf dem Boden und der tritt auf dir rum. Handbuch, den Kopf, genau, aber jetzt, das ist dann auch wieder, also ich muss jetzt unbedingt nicht jemanden auf mir drum springen haben, aber wenn ich jetzt auf dem Boden liege und er mir halt die Sneakers aufs Gesicht drückt, oder, also, ist das dann schon Trampling? Das ist die Frage. Ja. Ich kenne es aus Beobachtung von Skaterboy-Partys in dass dort dann also die Leute wirklich ein Traum in Erfüllung geht, wenn dann eine Herde von 8 Menschen auf denjenigen drauf sind. Und dann stehen da auch Menschen mit einer Körpervolumen wie ich habe, auf Menschen mit einem Körpervolumen wie Andi. Und wo man sich denkt, wie geht das? 5 Stück von meiner Sorte auf so einemjenigen und der ist dann happy und glücklich. Und das ist seine Erfüllung. Nick, kennst du das? Auch ich kenne es natürlich vom Anschauen her, von den entsprechenden Partys, wo man das auch eben sieht. Ist sehr faszinierend, was der Körper da alles aushält. Ich persönlich kenne Trampling auch, wobei das für mich eher ein bisschen abgekapselt vom Sneaker-Fetisch ist, weil es bei mir dann eher in die Richtung mit Stiefeln oder mit Gummistiefeln geht. Das ist dann aber auch meistens eben Zusammenspielen mit Dominanz und Submissive. Unterwürfigkeit, ja, Unterwürfigkeit, genau, dankeschön. Wo es dann wirklich darum geht, um den anderen eben auch zu demütigen. Und es ist dann aber auch meistens dann auch keine sauberen Stiefel, wo man dann auch eben irgendwie dreckig wird. Das ist dann mehr dieses Gebiet, wo ich die Erfahrung gesammelt habe. Ich habe das dann eben bei denjenigen, die das dann da gemacht haben, erlebt, eben, das war nicht für die zerwischen, sondern das war für sie. Also der ist dann, nachdem dann die 8 Mann, 12 Mann vor ihm runtergestiegen sind, haben sie ihm applaudiert und er wurde auf Händen durch die Bar getragen. Und er war der Held und er war glücklich. Und das war dort auf einer wesentlich spielerischen Art und Weise. Aber natürlich der Dominanzfaktor ist so bunt wie unsere Szene ist, so bunt ist auch das Trampling. Spielt dieser Dominanz-Unterwerfungs-Part auch eine größere Rolle, wenn wir jetzt sagen, okay, es gibt in dem Bereich ja auch die Pols oder die Scallies, um mal den Bereich noch irgendwie mit einzubeziehen, der ist ja in den Partys meistens auch mit genannt. Es gibt auch passive Pols. Ja. Also das ja gerne gebracht. Genau, so wie es aktive Pippen gibt oder aktive Drag Queens. Hat mich auch überrascht, aber... In diesem Sinne ist es ja so, Roll ist ja in diesem Sinne eine Art Rolle, finde ich. Also mir kann keiner erzählen, dass der zu Hause genauso sich gibt, wenn er auf einer Party ist. Es gibt Leute, die ziehen eben halt dieses Outfit ja nur an, um den Spaß zu haben. Die sind dann eben halt keine... wie soll man es sagen? Es ist nicht kein Troll. Ja, genau, es gibt nicht Hartz-IV-TV. Ja. Also ich kenne es auch, dass die ganzen Trolls dann, wenn sie nicht Troll sind, am nächsten Tag mit ihrem Armani-Anzug im Büro sitzen und in der Marketingabteilung für Fußballvereine die Marketingabteilung übernehmen. Habe ich auch schon erlebt. Aber ich habe mal für mich so festgestellt, je mehr Silberkettchen der Proll anhat, desto passiver ist er. Also man sieht eine
gewisse Person vor sich und mit dem Holz, die Klamotten, die er anhat, der strahlt halt eine gewisse was Gewisses aus, wo man ihn dann gleich wieder in eine Schublade steckt. Und das ist, glaube ich, wieder dieses, dass man davon wegkommen muss, in diesen Schubladen zu denken, weil eben das auch ein Bräu kann auf dem Boden liegen und das genießen. Ja. Und das ist so ganz, ganz unterschiedlich gemischt. Und ja, aber wie du schon sagst, das ist viele, die umso mehr und umso extremer es ausgelebt wird, umso mehr ist es einfach nur als Fetisch, den man am Wochenende hat oder unter der Woche mal. Und es gibt wenige, die das wirklich auch komplett leben, jeden Tag so rumlaufen. Also ich kann auch nicht jeden Tag so rumlaufen, aber wir haben mal die Auszubildenden im Betrieb, wo ich gearbeitet habe, haben mal versucht hochzurechnen, wie viele Schuhe ich habe. Weil sie festgestellt haben, dass ich jeden Tag mit einem anderen Schuh zur Arbeit gekommen bin und haben dann hochgerechnet, wo ich dann nur mit dem Sinn lächeln. Jungs, nee. Und ja, dann schmeißt mal eine Zahl in den Ring. Es waren mal weit über 100. Ich habe jetzt ein Frevel begangen, ich habe es vor zwei Wochen eine riesige Tüte mit alten Sneakers weggeschmissen. Weiß ich nicht, doch, sie habe ich weggeschmissen. Die kann man doch verkaufen. Nein, die kann man nicht verkaufen. Ja. Das Problem ist halt, wenn die Sohle bei den Nike TNs gebrochen ist, was sie ja wahnsinnig gern tut, hier so im vorderen Bereich, oder sich das, und da war noch, kam dazu, dieses Schaumgummi hat sich einfach aufgelöst. Ich habe es waren nur noch Brösel. Ja, 30 Jahre ist das auch. Es gibt ja tatsächlich auch, muss man sagen, Schuhe, die man besser verkaufen kann und welche, die sich schlechter verkaufen lassen. Also da ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also die Top-Modelle, ob jetzt die TNs oder TN3 oder Shocks, die gehen weg wie warme Semmeln, wenn man sie auch gewissen Portalen verkauft. Aber dann gibt es auch wieder Nischenmodelle, die man vielleicht schön findet, die man dann aber auch ganz schlecht verkauft kriegt. Die dann entweder man behält sie oder wenn man dann ausmistet, dann meist man sie doch mal weg. Also ich habe auch schon das ein oder andere Paar weggeschmissen, weil es einfach mehr Aufwand ist, die dann versucht, zu verkaufen zu kriegen. Ja. Vor allen Dingen auch bei den TNs und auch bei vielen anderen Sneakers ist natürlich auch das Modell von vor drei Jahren interessiert heute keinen mehr. Ich hatte mal diese ganz tollen, hochgelobten, orangenen Nike TNs, die so orange schattiert waren, die gingen, waren unbezahlbar. Die Tigers, genau. Und irgendwann nach drei Jahren danach wurden sie dann bei eBay verkauft und gingen dann für weit unter 100 Euro. Guck mal, wenn sie dich weggeschmissen haben. Ich habe die Neuauflage. Dann tut sie mir nicht weh. Ja, also genau. Ich gebe zu, ich habe letzte Woche keinen Platz mehr. Das ist so. Das hinter mir waren sie wirklich alle kaputt. Kein Platz mehr war, heißt deine Zahl, die du in den Ring werfen kannst? Bei mir sind es jetzt knapp 100, ja. Also im Wohnzimmer stehen in Zweierreihen, wo man sie nicht sieht, glaube ich, 80 im Regal. Und im Flur nochmal 20. Ja, ist jetzt keine Zahl, die mich jetzt hier. Also, früher habe ich auch gesagt, oh Gott, ich muss keine wegschmeißen. Also, ich habe, glaube ich, auch irgendwo noch. Also, jetzt habe ich wirklich mal, jetzt ganz schlimm. Shocks, die ich glaube ich 15 Jahre oder so habe, die gehen gar nicht mehr. Also die sind kaputt, die sind verfärbt, die habe ich jetzt einfach weggeschmissen, weil ich würde sie auch nie wieder anziehen. Ja? Also obwohl es ja nun keine Shocks mehr gibt zurzeit. Aber. Also es gibt auch Sneaker, mit denen ich da halt bestimmte Erinnerungen habe. Die kann ich auch nicht wegwerfen. Auch wenn sie jetzt kaputt werden, die würde ich aufheben, weil halt da eine Erinnerung ist. Als ja zum Beispiel meine ersten Nikes waren, also meine ersten TNs, die habe ich noch, die sind auch nicht mehr tragbar, da ist auch alles kaputt, so wurde gebrochen, der Schaumstoff löst sich, aber das ist ein Erinnerungsstück, wo ich noch genau weiß, wie wir da in Berlin, im Footlocker war es nicht, das gab es damals noch nicht, keine Ahnung, irgendwo im KDW oder in was weiß ich, was die Dinger gekauft haben und dann das Herz geblutet, als Student das Herz geblutet hat, drei Monate Lebensmittel davon kaufen oder dieses Uhr kaufen. Mensch, du müsstest mal wissen, was haben wir denn damals in D-Mark-Zeiten gekostet? 250 Mark. 250 Mark, das war für einen Studenten wahnsinnig viel Geld. Das war,
das Essensbudget von, ja, so vielleicht nicht Monaten, aber es war pro Mund abgespart damals. Und auch in Erinnerungsstück habe ich jetzt heute an. Ich habe sie heute extra für diese Folge rausgeholt. Das waren meine ersten Fetisch-Turnschuhe, die damals auch wirklich dann mit Bewunderung angeguckt wurden. Boah, das sind die ZX8000. Und wurden auch letztens mehrfach aufgelegt. Aber ich habe die irgendwie vor 2 Jahren mal in Köln zum CSD angehabt und wurde auch von den Leuten auf der Straße angesprochen. Die Originalen, das sehe ich. Und ich mir, ja, 95 kamen die auf den Markt, den Dreh. Das ist also ein 95er Modell. Es wurden alle 10 Jahre aufgelegt. Das ist ja auch nicht blöd. Und in Berlin, also ich komme aus dem Ghetto, Hellersdorf, da waren die sehr vertreten. Und dann eben halt mit den Vorgängern. Jetzt nicht Picardi Jeans, sondern von damals gab es noch diese Diesel Jeans, diese Karotten. Mhm. Das war, also da weiß ich auch noch, das war so der erste Kontakt mit Jeans bei mir. Ja. Also die hatten, also, das war vor 20 Jahren noch. Ja. Ich glaube nicht, ja, 95 ist 25 Jahre her, 26, aber vor 20 Jahren war das das Objekt der Begierde. Und ich habe jetzt auch, und das ist auch eine, wo ich dann wirklich auch sammle, die in alle möglichen leistbaren Farbkombinationen hier, wo zum Beispiel dann, ich habe 2008 in Toronto gelebt. Und in einem Vorort von Toronto war eine Firma, die Sondereditions von Sneakers rausgebracht. Und die hat dann einen ZX8000 rausgebracht, den ich dann mir damals nicht gekauft habe, weil er nicht leistbar war, und Jahre später bei eBay eben diesen gesehen habe. Der hat so Grüntöne, sieht aus wie Teenage Mutant Ninja Turtles. Und das ist meine heilige Kuh. Der war auch damals noch mit 250 Euro. Mein Mann darf das nicht hören, ich finde, ich würde die Schuhe ausgehen. gebraucht, 250 Euro vor 10 Jahren, das war schon ordentlich Geld. Und das ist meine heilige Kuh, und der werde ich auch nie hergeben. Weil ich erinnere mich auch an meine Zeit an Toronto erinnert. Aber was wir jetzt noch gar nicht beleuchtet haben, wie habt ihr das denn eigentlich entdeckt, dass jetzt auch Sneakers und Socken abgeht? Also das. Für mich war wieder dann auch auf der Anfangszeit, wo man dann im Internet schon gesurft hat, wo man sich dann durch Bilder durchgeklickt hat. Mhm. Und so hat man es so ein bisschen auch so für viele ein Einstiegsfetisch. Weil es doch was ist, was relativ harmlos ist, was man im Alltag gut tragen kann und integrieren kann. Und es ist nur noch relativ erschwinglich im Vergleich zu vielen anderen Sachen. Und ja, so hat sich das Ganze dann entwickelt. Dann kauft man sein erstes Paar, man kauft sich die ersten Socken. Ja, so kommt dann eins zum anderen und man stellt fest, man mag das ja doch mehr, und dann kommt das nächste Paar und nochmal ein Paar, und so entwickelt sich das Ganze dann. Ja. Also ich war auch damals, als ich jung war, auf der Suche nach meinem Fetisch, weil ich habe gelernt, als Schwuler muss man einen Fetisch haben. Wurde mir so im AOL-Chat erklärt. Ach, oh Gott, was war das? Ja, genau, damals im AOL-Chat. Und dann die Kinder an den Bildschirmen, damals hat man sich noch mit Modem eingewählt, das hat gepfiffen und geschrien, und man hat 10 Minuten auf eine Webseite gewartet. Genau, und Boris Becker hat dann gesagt, bin ich schon drin. Genau, Boris Becker, auf jeden Fall, wo ich jedes Mal gefragt, was für ein Fetisch hast du. Das ist übrigens ein Zitat, was man heute noch durchaus öfter hört, hat nichts mehr mit Boris Becker oder AOL zu tun. Aber ja, im Underground. auf jeden Fall, und dann habe ich halt überlegt, was denn, und dann, wie Benji sagt, sieht man halt dann die Bilder, und dann dachte mir, ja, das könnte was sein. Und dann habe ich aber festgestellt, das passt ins Faust aus Auge für mich. Das ist was mir gefällt, das hat mir Spaß gemacht. Den Geruch, das Lecken, alles war für mich, hat ein Bild gegeben, also durch hat, und ich bin den ja jetzt auch seit jetzt über 20 Jahren, ist das immer noch, wo ich sage, das ist mein Ding. Auch wenn ich jetzt weniger groß lebe, weil mein Alter ruhiger wird, keine Ahnung, wie die Aussage ist, aber
mir andere Dinge momentan wichtiger sind, aber es ist immer noch eine Sache, wo ich sage, ja, das ist meins. Das bin ich. Ich bin ein Sneaker-Fetischist. Das ist, wo ich heute hinterstehe. Aber es geht schon auch noch ohne im Zweifel. Ja. Fetisch ist ein Beiwerk, aber nicht der Lebensinhalt. Und so kam ich dazu. Durch AOL. Und wann aus den 1000 CDs Mobile gepasst. Ja, genau. Unglaublich, aber jetzt wissen wir es endlich, AOL macht. Damals war das tatsächlich, da gab es noch diese ganzen berühmten Plattformen, die wir heute nicht haben, die wir heute haben noch nicht. Wir haben damals wirklich AOL, Gay-Chat-Room, da gab es dann den 1, 2, 13, 15. Ja. Und da hat man die ersten Kontakte geknüpft. Gute wie schlechte. Also da war ich 15. 16? Und ja, war nicht jedes Erlebnis so richtig geil. Aber ich habe auch noch aus IRC-Chat, das war noch eine Parallelwelt zu AOL, habe ich Leute damals kennengelernt, mit denen ich heute noch Kontakt habe, die ich zu meinem engeren Freundeskreis zähle, die man damals kennengelernt hat. Und der Online- Nickname, den man sich damals gegeben hat, ist immer noch in der Gruppe mein Spitzname. Und ich kenne ja auch noch dann diese rudimentären Anfänge von dieser damals völlig unbekannten Internetplattform namens Gay Romeo, wo dann irgendwie so 5 Jungs in Berlin da was zusammen programmiert haben, mehr schlecht als recht und wie das angefangen hat. Wo dann irgendwie 20 Jahre später die Heteros ankommen und sagen, ich habe Tinder. Hab ich seit 20 Jahren. Ja. Und da, ich meine, das ist ja auch jetzt, wenn man auch hier beim Sneaker-Fetisch sind, bei der Premiere von dem Sneak Freak und Max Entertainment Film The Spy Who Sniffed Me, ist mein gehobene Headline, mein Motto damals auch entstanden. Sehe ich 3 Streifen, jetzt kriege ich einen Streifen. Das ist... Das war damals noch Porno auf VHS, ne? Keine Ahnung, wie das damals in der Kleine präsentiert wurde, aber es war noch ein Film, wo Handlungen drin vorkam. Auch das noch? Ja, ja. Warum liegt hier Stroh auf? Noch viermal. Okay. Ja. Benji, du bist ja amtierender Bavarian Mr. Leder. Sorgt das heutzutage eigentlich noch für einen Skandal, wenn du eine Lederkluft jetzt mit Sneakers kombinierst? Oder ist man da inzwischen so weit abgebrüht und offen, dass das geht? Also ich glaube, sicherlich gibt es ganz eingefahrene Ledertypen, für die das einfach der Pretel hoch 3 ist, wenn man das macht. Aber ich sehe das inzwischen ein bisschen lockerer und so handhabe ich das auch. Ich trage gerne auch mal Sneakers zu meiner Lederhose dazu oder zum Lederoutfit, weil es auch einfach bequem ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht immer Lust auf die Stiefel. Es kommt auch darauf an, wenn ich weiß, ich muss den ganzen Tag rumlaufen, dann wähle ich vielleicht doch eher die Sneaker, weil es dann doch ein bisschen bequemer ist, gebe ich auch zu, das ist dann ein bisschen Bequemlichkeit. Und von dem her ist Sneaker ist auch immer ein Fetisch für mich gewesen. Es ist mein Einstiegsfetisch gewesen, den habe ich schon von klein auf kann ich nicht sagen, aber es ist das Erste, was ich mich an Fetisch erinnere. Von dem her ist es für mich kein Problem, das dazu zu kombinieren. Vor allem, weil ich finde gerade auch so eine Mischung aus verschiedenen Fetischen macht sie dann auch wieder interessant. Also du vertrittst ja auch sehr viele Fetische, nicht nur den Leder und nicht nur die Sneaks. Mit was kann man mit Sneakers insgesamt alles kombinieren? Was empfiehlt sich denn da, was gut zusammenpasst? Die Klassiker außer Skelly Sports Gear Bubble ist, finde ich, ein Gummi und Sneakers. Sieht auch immer sehr lecker aus. Mittlerweile wird ja alles kommen. Ja. Badeschutz kann man gut mit Sneaker kombinieren. Ja. Das ist ja jetzt zum Beispiel, das wird ja jetzt relativ, das ist ja jetzt dieser neue, geht sich dieses ganze Neon rein. Albert Strauß. Genau. Und, ja. Aber ich meine, es leuchtet ja auch schön im UV. Ja. Aber wie früher dieses klassische, jetzt früher Sports, ein Sportanzug mit Sneakers, reicht meistens. Wie gesagt, das ist jetzt hier
nicht wirklich ein Sportoutfit, aber was wollen die Leute jetzt mittlerweile sehen? Man sicherlich auch damit im Fitnessstudio. Ja, die Einmann-Sauna, ja. Also wobei ich da auch ganz ehrlich sage, ich möchte lieber das tragen, wo ich mich wohlfühle. Ich kombiniere das, wo ich mich damit wohlfühle. Es wird immer gut geben, die einfach nur 100% den einen oder den anderen Fetisch bevorzugen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Die sollen das gerne ausleben. Und das akzeptiere ich genauso, wie ich aber auch erwarte, dass es von den anderen akzeptiert wird, dass ich eben auch Sneakers oder Lederhose trage oder andere Sachen miteinander kombiniere, weil ich denke letztlich die Mischung und die Couleur macht es doch eigentlich auch wieder spannend. Ja. Wobei natürlich, es gibt, also wenn man jetzt Lederhosen oder Lederfetisch und die Lederhose dazu nimmt, auch natürlich auch Modelle, wo es einfach nur total lächerlich aussieht. Wenn ich jetzt mal überlege, man hat eine Breeches an und dann Sneakers, sieht es vielleicht nicht so schön aus, wie jetzt eine Lederhose im klassischen Jeans-Schnitt oder eben im gewahrten Schnitt, das sieht dann schon gut aus, aber weil natürlich jeder weiß ja, was zusammenpasst, was nicht, aber Leder und Sneakers finde ich passt gut. Trachtenhose und Sneakers, geht oder geht nicht? In München eckt man damit an, aber ich finde, es geht sehr gut. Ja, es gibt sogar von Nike eine Sneakers passend für die Lederhose, wo in der Innensohle dann eine Brezen und das bayerische Blau-Weiß drin ist. Mhm. Ja. Nur weil darf es damit nicht über den Weg laufen. Ich bin zum Beispiel das Motorrad. Ich habe meistens auch nur noch Sneakers an. Weil wenn du da dann 12 Stunden in so einem Bierzelt bist, ist es einfach angenehm. Auch Wadeln und Sneakers schaut gut aus. Und zum Thema Mr. Leather und Sneaker fällt mir dann die Geschichte ein, dass ein Mr. Leather, wir haben Vorgespräch drüber unterhalten, ob er jetzt 2010, 11, 12 war, hat dann am Starkbierfest es gewagt, Sneaker anzuziehen und kam dann freudig tuschelnd zu mir und meinte so, ich sorge heute schon für den ersten Skandal, ich habe heute Sneakers an, das hat die alten Herren gestört. Da ist er dann, glaube ich, von der gesammelten Mannschaft dann auch irgendwie drauf angesprochen worden, oder? Ja, er wurde drauf angesprochen, aber in meinem Fall ist es so, es war der kleinste von seinen Skandalen, für die er gesorgt hat. Oh. Aber das können wir jetzt hier nicht ausführen. Das ist Dann hören wir darüber, welchen Skandal wir meinen. Gut. Genau, dann vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Danke für die Einblicke in die bunte Welt. Genau. Hoffentlich bald wieder im Underground oder auf anderen lustigen Partys. Vielen lieben Dank an unsere Zuschauer. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Macht's gut.